mit Optimismus für Österreich. Eva-Maria Holzleitner, Frauenchefin der SPÖ, stellvertretende Clubchefin. Wo sind die Zukunftsvisionen? Wo sind die Zukunftsvisionen, die auch die Ökonominnen und Ökonomen nach der Budgetrede von Ihnen gestern, Herr Finanzminister, wirklich sehnlichst vermissen? Viel Prosa, ein paar Kalenderzitate in der Rede, aber die Zukunftsvisionen sind nicht da. Doch, es stimmt, die Ökonominnen und Ökonomen haben das Budget wirklich auch tatsächlich zerrissen. Doch, Sie können noch mal Nein sagen, aber es wird deswegen nicht wahrer. Und auch die vollmundigen Verheißungen des Bundeskanzlers, 4,5 Milliarden für die Kinderbildung, wo findet man es im Budget? Wo findet man das im Finanzausgleich? Diese 4,5 Milliarden sind ein erneut gebrochenes Versprechen. Frisches Geld, die in der Aktuellen Stunde im letzten Plenum, auch der Klubobmann Wöginger, 4,5 Milliarden frisches Geld für die Kinderbildung. Wo findet man es? Nirgendwo findet man es, weil einfach wieder einmal ein Versprechen gebrochen wurde von der ÖVP. Weniger Teilhabemöglichkeiten für die Frauen, heißt es. Weniger selbstbestimmte Möglichkeit, Vollzeit erwerbstätig zu sein. Weniger Chancen am Arbeitsmarkt. Und ich frage Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, wie lange noch warten? Wie lange noch Gehaltsunterschiede, Pensionsunterschiede bei den Frauen einzementieren? Wenn wir nicht heute investieren, dann wird das noch länger die traurige Realität in Österreich sein. Und wir hätten diese Milliarde gehabt, weil ich höre auch schon Zwischenrufe von den Grünen. 2016, wir haben wirklich mittlerweile 7 Jahre verloren bei den Investitionen in die Kinderbildung. 7 Jahre haben wir verloren. Die Unterüberschrift des Budgets, Wohlstand erhalten. Dieser Wohlstand wird nicht zu erhalten sein, wenn wir Frauen nicht endlich die Möglichkeiten zur Teilhabe vollumfänglich einräumen. Und dafür braucht es den gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt. Dazu braucht es einen Rechtsanspruch auf Kinderbildung ab dem ersten Lebensjahr. Dafür braucht es eine Kinderbildungsmilliarde pro Jahr, wie von der Sozialpartnerschaft gefordert, für das Personal in den Bildungseinrichtungen, für die Kommunen, für den Betrieb, für den Ausbau, 1 Milliarde mindestens pro Jahr. Und wenn wir über Kinderbildung diskutieren, bei den Kleinsten, müssen wir auch darüber im weiteren Verlauf sprechen. Wo ist das Geld für den weiteren Ausbau von Ganztagesschulen? Wo ist das Geld für den Chancenindex flächendeckend in allen Regionen Österreichs? Das Geld fehlt. Es wird nur der Status quo einzementiert. Es fehlt auch das Geld für kostenlose Meisterprüfungen, für ein Update in der Lehre. Es fehlt das Geld auch wirklich für barrierefreien Zugang an den Unis und Hochschulen. Und das ist wirklich ein großes Problem. Wirklich viele Ankündigungen, aber keine Zukunftsvisionen. Stattdessen im Budget weiter Intransparenzen. Ein nebulöser Frauenfonds, wo Geld hineinfließt, abseits von parlamentarischer Kontrolle. Und was heißt es bei der ÖVP? Geld nach Gutdünken verteilen. Haben wir in der KOFA gesehen. Werden wir heute noch intensiver darüber sprechen. Intransparenzen in diesem Budget werden einfach weitergeschrieben, fortgeschrieben. Mehr Geld wird investiert, wo keine parlamentarische Kontrolle greift und die ÖVP nach Gutdünken einfach vergeben kann. Wohin müsste das Geld aber stattdessen fließen? In gestalterische, progressive Frauenpolitik, in kostenlose Verhütungsmittel, in einen kostenlosen Schwangerschaftsabbruch, im Spital, gegen klerikale Widerstände zu jedem Zeitpunkt. Und für uns ist klar, eine Frauenministerin hat sich an die Seite der Frauen zu stellen und all jenen die Stirn zu bieten, die den Frauen ihre reproduktiven Rechte wegnehmen wollen. Gegen alle klerikale Widerstände beim Schwangerschaftsabbruch, bei Verhütungsmitteln. Und hier würden wir auch wirklich zielgerichtete Frauenpolitik uns erwarten. Es gibt keine Zukunftsvisionen im Budget. Und Eva-Maria Holzleitner vermisst die 4,5 Milliarden, die von der Regierung vor einigen Wochen für Kinderbetreuung versprochen wurden.